Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Gedacht, wir machen uns mal ein paar Waffeln zum Frühstück. Ja, Waffeln! Ja, jedenfalls haben wir gedacht, wir machen uns nicht irgendwelche Waffeln, sondern es ist Anfang des Jahres. Was machen die Leute Anfang des Jahres? Sie rennen ins Fitnessstudio, um fett zu werden. Fit zu werden. So, und da ihr, sie und ich beide Sport machen, wir beide machen wirklich sehr viel Sport, haben wir uns gedacht, dass wir einfach mal Low-Carb-Waffeln machen. Dazu haben wir hier natürlich sehr viel Proteinshakes, denn als Sportler braucht man sehr viel Protein. Sehr, sehr viel Protein, damit die Muskeln wachsen und stark werden. Haben wir einmal Cookies and Cream Flavor und Schoko Flavor. Guten Morgen! Na? Hast du nicht gedacht, dass ich mal so früh aufstehe? Oh Gott, ich hasse dich! Du hast gesagt, wir lassen uns mal frühstücken! Komm, wir wollen mal irgendwann zusammen frühstücken! Oh mein Gott! So, wir brauchen 800 Gramm Haferflocken. Habe ich nicht. Ich habe Mehl, das reicht. Okay, 200 Gramm Apfelmark. Habe ich auch nicht da. Okay. Ich habe Nutella. Low Carb. Oh, okay. Dann haben wir 6 Eier. Ja, habe ich noch gerade so. Ja. Okay, Süßstoff oder Zucker? Nee, habe ich nicht. Das kommt auch nicht da rein, wir machen Low Carb. Ja, stimmt, ja. Zimt und Zucker? Zucker? Ach, sorry. Ein Teelöffel Backpulver. Ja, hab ich. Okay. Okay. Ölspray? Hab ich ja nicht. Okay, dann schön. Bourbon-Vanille? Hab ich auch nicht. Das brauchen wir auch alles gar nicht. Wir nehmen Proteinpulver und dann geht das schon. Mach ein bisschen Quark rein und dann wird das schon. Das geht schon irgendwie. Ja, willkommen zurück zu unserer kleinen Kochshow. Und zwar haben wir jetzt das Rezept, das steht, auch wenn wir bloß 10% von dem haben, was eigentlich rein soll. Aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Man weiß ja nie, was man so erlebt, wenn man mit Easy zusammen kocht und was dabei rauskommt. Okay, was kommt als erstes? Backpulver. Okay, gut, Backpulver, dann geht's los. Wuhu, da kommt es. Der ist auch aufgeregt. Also, wir nehmen jetzt einen Teelöffel. Yay, was machst du da? Ich mache einfach das Zeug hier rein. Ja, aber ein Teelöffel. Rezept, ein Teelöffel. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, einen Teelöffel rauszuholen. Reicht das jetzt oder soll ich da noch mehr reinmachen? Noch ein bisschen. Okay, gut. Deswegen nimmt man Teelöffel. Ja, ich habe keinen Bock darauf. So. Okay, es wird schon gehen. Wir sind immer optimistisch und positiv dabei. So, kommen wir zurück zur nächsten Zutat. Das sind 2 Eier. Oh, was sehe ich denn da? Sind das etwa Haare? Hat etwa jemand da seine Eier nicht rasiert? Nee. Ja, wir sind zurück aus unserer Pause. Jetzt müssen wir bloß noch 2 Eier trennen. Das macht Spaß. Wer kommt mit? Los geht's. Hey, hatte mir nicht gerade gesagt, dass wir die Eier trennen. Gut, gut, lassen wir das einfach so. Das ist gar kein Problem. Wollen wir noch Milch reinmachen? Wir machen noch Milch rein. Lass uns noch Milch rein. Okay. Kochen wir einfach nicht nach Rezept. Hey. So, jetzt brauchen wir noch 80 Gramm Mehl. Da haben wir Roggenmehl. Roggenvollkorn. Ja, alles. 80 Gramm bitte. Da ist der Messbecher. 200. Warum 200?
Da kommt keine 200 rein. Doch, 200 ist besser. Nein, das ist. Nein, wir haben doch schon die Mandeln da reingemacht. Ja. Was willst du denn jetzt damit schätzen? Weil das viel zu flüssig ist. Guck dir das doch mal an. Ja, wir haben doch die Mandeln dafür. Und was macht denn der Quark da? Der Quark kommt da auch nicht rein. Ja, keine Ahnung, weil Quark einfach super dazu passt. Ja, das ist aber nicht das Rezept. Ich mach gleich nicht mehr mit. Ja, sind wir wieder zurück. Wir haben uns jetzt entschieden, anders zu kochen, so wie wir es möchten. So wie Easy es möchte. Einfach frei Schnauze. Ja. So, der Teig ist jetzt schon so weit. Easy hat noch etwas Quark reingemischt und ein bisschen Mehl. Und jetzt kommt noch ein bisschen Zimt hinein. Also ich habe Proteinpulver reingemacht jetzt und jetzt habe ich das. Stimmt. Das ist echt zimtlich. Dein Ernst? guck doch. Man sieht das doch, oder? Also das war aus Versehen. Ohne Scheiß jetzt. Scheiße. Okay, ja. So, willkommen zurück. Wir haben den Teig jetzt ein zweites Mal aufgesetzt auf unserem kleinen Papa. Und jetzt geht es ans Mixen. Das wird irgendwie nicht besser. Ich glaube, der andere wäre besser. So, der Teig ist fertig. Jetzt brauchen wir ihn nur noch raufkippen. Was hast du für ein Gefühl? Oh, oh. Sieht doch gut aus. Jetzt klappt man das etwas zu. Und wartet. Ja. Jetzt haben wir schon etwas rausge... Es läuft. Es läuft über. Schnell, mach's auf. Mmh. Oh mein Gott. Das haben wir getan. Zu wenig Eier. Zu wenig Eier. Wie viele Eier waren denn drin? Zwei. Ich muss den ausmachen. Au. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Omelett. Scheiße. Scheiße. Es ist jetzt ein Fail-Video geworden, kann das sein? Nein, es wird kein Fail-Video. Das wird noch was. Das ich riecht aber gut. Sehr geehrte Damen und Herren, was Sie jetzt gerade sehen, ist live. Es passiert wirklich. Ich mache jetzt alle Eier rein. Weißt du, statt jetzt einfach ein Rezept holen? Nein! Ich kann das auch alleine. Ich kann das alleine. Gar nicht so übel. Bis auf die Konsistenz halt. Ja, die ist ein bisschen flüssig, ne? Bisschen matschig, ja. Oh Gott, hörst du's? Ich hab Angst, dass es wieder überquillt. Die Stille. Also wenn es wieder gleich rot blinkt, dann ist schlecht. Das habe ich mittlerweile gelernt. Ach echt? Ja, es hat rot geblinkt, deswegen. Cheers, Bro. Fühlt sich an wie ein Valentinstag. Ja, erträglich. Und?